Eure Comicwelt meldet sich zurück mit einem Tutorial über den Halbdämon Inuyasha. Viel Spaß! So, wir fangen mit seinem Gesicht an, indem wir ein Oval zeichnen, das unten kantig zuläuft. Diese Form zerteilen wir mit einem Kreuz. Das sind unsere Hilfslinien. Aus dem Bereich unten rechts verläuft der Hals von Inuyasha. Dann skizzieren wir kurzerhand seine hängende Schulter. Dann können wir auf der horizontalen Linie schon einmal seine großen, ruhigen Augen zeichnen. Ruhig sage ich deshalb, da seine Augen schön waagerecht gezeichnet werden. Sein nachdenklicher Blick ergibt sich durch das Hinzufügen von den markanten schwarzen Augenbrauen, die oben etwas spitz zulaufen. Unter den Augen links von der vertikalen Linie zeichnet ihr mit einer einfachen Form seine Nase. Und zwischen Nase und Kinn platziert noch seinen Mund. Ich finde, von den Anime-Figuren ist Inuyasha ziemlich simpel zu zeichnen, aber diese Entscheidung überlasse ich jedem selber. Seine Frisur können wir mit einer einfachen Form vorzeichnen. Über seinen Kopf liegen seine Haare, sie fallen von der oberen Mitte nach unten. Statt seiner Ohren zeichnen wir rechts und links zwei große Haarsträhnen, die in der Mitte sehr kantig und am Ende spitz zulaufen. Oben, hinter seiner Frisur, verstecken sich die zwei Hundeohren von Inuyasha. So, jetzt zeichnen wir Inuyashas ziemlich mittelalterlichen Kimono, der an den Ärmel jeweils eine Einschnittstelle hat. Sein Schwert erkennt man noch an seiner Hüfte geschnallt. Sein Schwert des Saiga. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich muss nämlich ehrlich sagen, es ist sehr lange her, dass ich Inuyasha gesehen habe. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie Inuyasha wieder ins Programm nehmen. Aber da war ich ja noch klein, als es noch im Fernsehen lief. So, egal. An seinem Hals befindet sich eine Perlenkette, die wir mit einer einfachen Kurve vorzeichnen. Dann zeichnen wir seine langen, voluminösen Haare nach hinten, die so vom Wind verweht werden. So, wir sind ja schon fertig mit der Vorzeichnung eigentlich im Endeffekt. Dann geht's weiter mit den Feinlinern. Heute benutze ich einen Copic Multiliner mit einer Minenstärke von 0,5 mm. Okay, und wir haben ein wenig Zeit, deswegen erkläre ich euch jetzt, wieso ich in letzter Zeit die Schwierigkeitsbewertung weggelassen habe. Zum einen haben sich die meisten nur am Schwierigkeitsgrad orientiert und somit entweder sich selber etwas nicht zugetraut oder sind über die einfachen Tutorials hergezogen, da das zu einfach sei. Ich lasse es für eine Weile aus dem Programm, vielleicht belasse ich es auch dabei, das entscheide ich dann spontan. Aber ich finde es einfach befreiender, wenn man keine Beurteilung vorgekaut bekommt. Versucht einfach ohne Vorurteile alles mitzuzeichnen oder mitzumachen. Vielleicht fällt es euch auch leichter oder besser. Naja, wie auch immer. Wir schreiten fort mit der Koloration. Dafür benutze ich die Copic Chow Marker.
So, das war Inuyasha. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Zeichnen. Bis zum nächsten Mal, eure Comicwelt.